Hey, wir befinden uns vor dem afrikanischen Kontinent auf einer großen Insel. Auf der legendären Insel Madagaskar. Und wir durchstreifen den Trockenwald einer sehr besonderen Gegend. Einer Gegend, die vielen einzigartigen Tieren eine Heimat bietet. Wir sind's, die Crab-Brüder. Ich bin Martin. Und ich bin Chris. Und wir sind auf der Suche nach einem Tier, das es nur auf dieser Insel gibt. Lemuren. Da oben, ein hüpfender, pelziger Tischtennisball. Natürlich ist das kein Tischtennisball. Es ist ein Sifaka-Lemur. Was für ein cooles Tierchen. Und er titscht nicht wie ein Ball. Er springt in aufrechter Haltung von Ast zu Ast. Wow, 1, 2, 3, 4. Dieses senkrechte Springen und Klettern ist eine Sifaka-typische Art, sich fortzubewegen. Diese Sifaka-Familie wird uns nun genau demonstrieren, was sie dabei tut. Zuerst sitzt der Sifaka aufrecht auf einem Baumstamm. Seht ihr, wie er seine Beine unter sich angezogen hat? Als ob er da einfach sitzen würde. Doch das ist bereits seine Absprungposition. Wenn ihm danach ist, stößt er sich mit seinen langen Beinen einfach ab und springt zum nächsten Ast. Oh, das war ein echt weiter Sprung. Ist ja verrückt. Wir messen nach. Okay. Soll ich dir sagen, wie weit du gesprungen bist, Freundchen? 5 Meter. Im Vergleich zu ihrer Körpergröße gehören Sifakas zu den besten Weitspringern der Tierwelt. Stellt euch vor, wir könnten auch so springen. Mit dieser senkrecht kletternden Sprungtechnik. Wow, wir wären unschlagbar im Klettern. Ich wünschte, wir hätten die Sprungpower der Sifaka-Lemuren. Kommt mit! Abenteuer mit den coolsten Tieren, Ozean oder Wald. Die Brüder Krabs, sie führen euch und los geht es schon bald. Ihre Freunde warten schon, legt euch auf die Lauer. Wer in Not ist, wird gerettet heute, denn das ist Wild Power. Los geht es jetzt, macht alle mit, go wild, wild, wild. Go wild. Los geht es jetzt, macht alle mit, go wild, wild, wild. Schnelle Läufer, flinke Flieger, große Jäger, stolze Krieger. Los geht es jetzt, macht alle mit. Der afrikanische Kontinent liegt hinter uns. Wo ist es denn? Such einfach nach der viertgrößten Insel der Welt. Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt? Genau, und das ist sie. Madagaskar! Und die Tiere auf der Insel sind voll cool. Echt der Wahnsinn. Mal sehen, was es hier alles gibt. Und hier leben mehr außergewöhnliche Tiere als irgendwo sonst auf der Welt. Auf jeden Fall. Auf Madagaskar leben ungewöhnlich viele endemische Arten. Endemisch? Klar, endemisch. Das bedeutet einzig an einem Ort. Diese Wildtiere leben also nur hier. Lemuren leben nämlich nur auf Madagaskar. Ungefähr die Hälfte aller Chamäleons der Welt leben auf Madagaskar. Eine einzigartige Vogelrasse, die Blauwürger, lebt auch hier auf Madagaskar. Und eine Familie von Insektenfressern, die Tenrex, sind endemisch auf Madagaskar. Endemisch. Wie es aussieht, landen wir in einer Art Wüste. Nicht bloß irgendeine Wüste. Das ist die stachelige Wüste. Wow! Das ist ein mega toller Ort. Und diese Pflanzen sind keine Kakteen. Das sind Didieraceae, eine Nelkenart endemisch für Madagaskar. Au! Oh, 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 oh. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand hier was Passendes zum Klettern findet. Ja, ganz unmöglich. Aber ein Lemur kann's doch. Die sogenannten Sifaka. Ich kann's euch zeigen. Die Sifakas sind unglaubliche Tiere. Seht euch das an. Hier, diese spezielle Sifaka-Art klettert auf den stacheligsten Pflanzen herum. Das sehen wir selbst, Bruder. Ja, der lebende Beweis steht hinter dir und vor uns. Er ist von uns aus kaum zu übersehen. Au. Vor euch seht ihr einen Veru-Sifaka.
Die lustigen, nickenden Kopfbewegungen sind das typische Verhalten eines Lemuren, wenn er neugierig ist. Ich glaube, deshalb nenne ich dich Nick. Nick? Genau. Ist das dein Ernst? Klar, Nick. Sind die Kopfbewegungen endemisch für die Sifaka-Lemuren? Ja, aber jetzt wird ein Tanz draus. Hey, denen macht's auch Spaß. Es gibt einen Vater. Das ist Nick. Einen Teenager. Deinen Namen überlege ich mir noch. Eine Mama. Und ein Baby. Bei den Lemuren ist die Mutter immer das Oberhaupt der Familie. Heißt das, die Frauen sind immer die Anführer in der Welt der Lemuren? Finde ich stark, diese Lemurengesellschaft. Ja, finde ich auch. Wie wär's? Ich glaube, ich nenne dich Frau Präsidentin. Also weiter. Dein Baby, mal nachdenken. Dein Spitzname wird... Uschelkopf. Passt prima. Uschelkopf. Was für ein Lemur ist der da? Was meinst du? Ist das wirklich möglich? Das wäre die aufregendste wissenschaftliche Entdeckung des 21. Jahrhunderts. Eine längst ausgestorbene Lemurenart wird überraschend wiederentdeckt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon die geredet haben. Das wäre möglicherweise der Megalarapes. Er hatte die Größe eines Bären und ist schon seit ungefähr 500 Jahren ausgestorben. Ausgerottet, weil der Mensch Jagd auf ihn gemacht hat. Es sei denn, einer hätte überlebt. Das könnte die wichtigste Entdeckung unseres Forscherlebens sein. Die Wiederentdeckung des... Gourmand? Das ist nicht Megalarapes, leider nur Gourmand. Wie bitte? Muss ich euch nochmals darauf hinweisen, ich bin ein weltweit gefeierter Meisterkoch. Sechsmaliger Träger der sensationellen silbernen Sahnesoßen-Saucière. Nichts für ungut, aber wir hatten uns irgendwie gewünscht, jemand anders zu treffen. Naja, euch zu treffen ist für mich auch nicht gerade mit einem Festmahl zu vergleichen. Warum verhältst du dich wie ein Megalarapes? Ein Mecker, was tut der? Du hast dich benommen wie ein riesiger, bärenartiger Megalarapes-Lemur. Das habe ich ganz sicher nicht getan. Und was tust du dann hier? Ich wollte hier heute nur, einen freien Tag genießen. Das Leben eines kulinarischen Visionärs ist nicht so einfach, wie es auf Außenstehende wirkt. Weltweites Wettkochen hat mich völlig ausgelaugt. Ruhe und Erholung stehen derzeit auf meinem Tagesmenü. Und ich hatte gehofft, der beste Ort zur Erholung wäre ein dichter Urwald auf einer abgelegenen Insel. Habt ihr etwa den Eindruck, ich sei ein Übeltäter? Sieht einer von euch meine Kochgerätschaften? Verstecke ich irgendwo einen Dampfkochtopf? Trage ich meine blütenweiße Kochuniform? Ich fühle mich völlig falsch verstanden und von aller Welt zurückgewiesen. Maintenant! Ihr Glücklichen gehört zu den wenigen auserlesenen Gästen der Eröffnung von Gourmands Madagaskar-Restaurant. Heute servieren wir die vom Aussterben bedrohte Köstlichkeit de Lemurien im Mandelmantel. Oh, lecker! Ich komme gern. Gut, aber ich vertrage nicht zu viel Madagaskar-Vanille. Oh, Hauptsache ihr seid pünktlich. Und jetzt fange ich die allerwichtigste Zutat. Damit ist das White Team sicher nicht einverstanden. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich sie loswerden kann. Was haben sie für Schwächen? Sie versuchen immer und überall Tieren zu helfen, die in Gefahr sind. Ich bin echt froh, dass Gourmand sie nicht bemerkt hat. Der wäre nur auf dumme Gedanken gekommen. Da kommt mir ein Gedanke. Dich nenne ich nur Faulenzer. Wow, seht nur, wie kraftvoll und elegant die Lemuren ihre Beine bewegen. Die könnte ich für einen tollen Wild-Power-Anzug verwenden. Okay! Morgan, was hast du vor? Halt mal! Streck dich! Oh!
Oho! Also das nennt man dann wohl vertikales Klammern und Hüpfen. Vertikales Klammern und Hüpfen? Was ist das? Das! Oh. Die Art, wie sie Faka-Lemuren von Baum zu Baum hüpfen. Siehst du Nick da drüben? Der Sifaka klammert sich an einen vertikalen Baumstamm, dreht sich in der Luft, streckt die Beine nach vorne und... Und landet auf einem anderen vertikalen Baumstamm. Das ist wirklich eine einzigartige Fähigkeit dieser Tierchen. Ich programmiere sofort Lemuren-Power. Hey, wo wollen die hin? Sie haben was gesehen. Luftballons und einen Kuchen. Ist das eine vom Aussterben bedrohte Strahlenschildkröte? Wieso liegt sie auf einem Geburtstagskuchen und fliegt an Luftballons über den Dschungel? Wie kommt eine Strahlenschildkröte plötzlich so hoch in die Luft? Gehört sicher zu irgendeiner komischen Geburtstagsparty. Sie wird abgetrieben. Wir müssen sie retten. Achtung, das kriege ich schon hin, Freunde. Gemacht, Bruder. Danke. Fragt sich nur, wie kommt eine Schildkröte so hoch in die Luft? Und was hat die Lemuren hier unten so aufgescheucht? Augenblick mal. Nick ist verschwunden. Mein Ableckungsmanöver hat perfekt funktioniert. Ich habe dieses Tier in eine gefährliche Lage gebracht, damit das Wild Team es aus derselben retten kann. So, was für ein Ableckungsmanöver starte ich diesmal? Qu'est-ce que c'est? Und wozu könnte ich dich benutzen? Könnte Nick bloß sein? Keine Ahnung. Vielleicht hüpfen Lemuren manchmal gern allein ein wenig durch die Gegend. Fertig. Ich glaube, ich habe alles über die Sprungkraft der Sifaka-Lemuren herausgefunden. Lass hören. Sie sitzt in den Beinen der Tiere. Ha! Die langen, muskulösen Beine sorgen für den kraftvollen Absprung und eine sanfte Landung. Hey, Faulenzer. Du kannst so ziemlich überall abhängen. Und Faulenzer kann uns noch etwas zeigen. Ich habe bemerkt, die Sifakas haben dehnbare Haut unter den Armen. Dadurch können sie durch die Luft gleiten und weiter springen. Oh ja, seht euch das Gewebe unter den Armen von Faulenzer an. So, ich bin fertig mit dem Programmieren der Sifaka-Lemuren-Power. Warte noch, Stella. Das darfst du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Ist voll cool. Ein richtiges Lemurenballett. Weil ihre muskulösen Beine aufs Hüpfen von Baum zu Baum spezialisiert sind, können sie nicht richtig gehen oder laufen. Auf dem Boden können sie sich nur auf diese Art fortbewegen. Aber lange halten sie es hier unten nicht aus. Denn auf dem Erdboden werden die erstaunlichen Beine der Sifakas zu ihrer Schwäche. Ein ganzes Rad Käse? Und mittendrin ein afrikanischer Zwergigel? Er rollt direkt auf die stacheligen Pflanzen zu. Das gibt ein Unglück. Und schon wäre der Käse gerieben. Den hole ich mir, Bruder. Käse in den Rückwärtsgang. Autsch. Hey, hey, Kumpel. In einem Käserad herumzurollen ist nicht das Richtige für dich. Zwergigel sollen in Freiheit leben. Draußen in der Natur. Emmentaler. Ein europäischer Käse. Sehr interessant. Hey, da sind Frau Präsidentin und Wuschelkopf. Wie schafft sie es, auf den vielen Stacheln zu landen? Wahrscheinlich hat sie unglaublich harte Hände und Füße. Nein, die sind weich. Und nicht nur einfach weich, sondern super mega unbeschreiblich weich. Wie kannst du dann auf den spitzen Stacheln landen? Oh, ich verstehe.
Sie platziert Hände und Füße genau an den Stellen zwischen den spitzen Stacheln. Das ist hammerstark! Hey, wo steckt Faulenzer? Ich brauche das. Und auch dies und jenes. Und davon. Das wär's dann schon. Oh. Na. Mützi! Ich liebe Dampfeisenbahnen. Bonne Chance! Na endlich! Ich bin mit dem Sifaka-Programm für den Lemuren-Poweranzug fertig. Echt stark! Toll! Ein stacheliges Chamäleon? Wie kommt es auf diesen seltsamen Zug? Es fährt auf den Fluss zu! Stopp den Zug! Chamäleons können nicht schwimmen! Er bleibt nicht stehen! Wir fahren ins Wasser! Hey, kleiner Kumpel, ich bring dich zurück zu den Bäumen. Moment mal. Ich kann's nicht beweisen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Stammt das von einem Kindergeburtstag oder aus einer Bäckerei? Der kommt nicht aus einer Bäckerei, aber es ist ein Lebensmittel. Und Emmentaler ist ein europäischer Käse. Und das sieht zwar aus wie ein ferngesteuerter Zug, aber wenn man ihn auseinanderbricht, stößt man auf... Gourmand! Aber klar, Gourmand hat nur versucht, uns mit diesen Sachen abzulenken. Er weiß, wir retten jedes Lebewesen, das sich in Gefahr befindet. Und während wir beschäftigt waren, hat er wahrscheinlich die Sifakas gefangen. Wir müssen die Lemuren-Power aktivieren und losspringen. Wir suchen Gourmand und retten unsere Freunde, die Sifaka-Lemuren, aus seinen Händen. Oh nein! Sie sind weg! Nick! Faulenzer! Frau Präsidentin und Wuschelkopf, alle verschwunden. Das darf nicht wahr sein. Wir können keine Lemuren-Power aktivieren, weil wir keine Lemuren berühren können. Und wir sind erst seit kurzer Zeit in Madagaskar. Wir haben keine anderen Wild-Power-Anzüge. Dann nehmen wir die Bienenbikes oder andere Fahrzeuge. Für unsere Suche nach Gourmand. Zurück zur Tortuga. Beeilung. Wartet mal kurz. Das Geräusch kenne ich irgendwoher. Aber woher kommt es wohl? Ich weiß, wie ich das rausfinden kann. Aktiviere Audio-Orter. Wuschelkopf! Oh, sie ist bestimmt der Frau Präsidentin vom Rücken gefallen, als Gourmand sie eingefangen hat. Okay, zurück zu unserem alten Plan. Aktiviere Lemuren-Power! Und jetzt retten wir unsere Lemurenfamilie. Hier, ihr bringt am besten Wuschelkopf zurück zur Tortuga. Da ist sie in Sicherheit. Wir kümmern uns um Gourmand. Okay. Ja. Ja. Sie lässt mich nicht los. Ja. Sie hat schon einmal ihre Mutter verloren. Sie will nicht, dass das wieder passiert. Okay, ändern wir unsere Pläne. Wir nehmen Wuschelkopf mit uns. Ihr geht zurück zur Tortuga. Holt unsere Fahrzeuge und wir suchen gemeinsam nach Gourmand. Ich bin unterwegs. Go Wild Mission Wildnis! Vertikales Klammern und Springen. Die coolste Art, Tiere zu retten. Augenblick, Bruder, da. Oh, oh. Gourmand plant sicher ein geheimes Festmahl im Dschungel. Und er hisst eine Fahne, damit seine Gäste wissen, wo sie ihn finden. Ich habe das blöde Gefühl, die Sifakas sind die gefährdete Tierart auf der Speisekarte. Wir müssen unsere Lemurenfamilie retten. Schnell! Ja. Ich bin dem White Team einen Schritt voraus, heute schon den ganzen Tag. Oui, Fallen zu stellen ist mir eine Freude. Da sind sie alle, unsere Sifaka-Freunde. Faulenzer, Frau Präsidentin und Nick. Gourmand ist sicher unterwegs und fängt mehr Sifakas. Los hin! Halt! Es könnte eine Falle sein. Wuschelkopf, komm sofort zurück. Alles klar, Bruder. Der geduldige Jäger wartet ab. Langsam, Wuschelkopf. Wir lassen deine Familie sofort frei. Und jetzt! Oh, eine Falle! Lauft weg, lauft weg!
Alles klar. Wir haben es geschafft, Bruder. Jaha! Lemuren-Power ist cool. Alles läuft genau nach Plan. Blaubeere und Grünkern sind nicht die einzigen, die das Verreiten der wilden Tiere verstehen. Wenn ich sie auf den Erdboden locken kann, ist ihre Lemuren-Power völlig nutzlos. Die Lemurenbeine reagieren wirklich seltsam auf dem Erdboden. Sie reagieren nicht nur seltsam, sie machen euch auf zu leichten Opfern, Jungs. Oh-oh, jetzt wie weg hier! Rufen wir in den Wald! Oh nein, unsere Beine sind gefesselt! Wir können nirgendwohin hüpfen. Eure Wild Power ist nichts im Vergleich zu Gourmand Power. Oh, und ein zartes Jungtier habt ihr mir auch mitgebracht. Hey, lass mich in Ruhe! Gut gemacht, Jimmy! Lenk ihn ab! Mach ich, Jungs! Na, warte! Game over! Holt unsere Freunde da raus! Ich hol mir Gourmand! Onga! Oh, nein, das wird nichts! Nicht doch! Das war das, Freunde! Woohoo! Alles klar! Danke, Jimmy! So, Gourmand! Mach doch einfach überbackene Käse-Sandwich! Quoi? Ich schwöre es niemals wagen, meinen Gästen etwas so Schlichtes anzubieten! Hab sie! Wie kannst du mich derart beleidigen? Es war ein Menüvorschlag! Ihr seid frei! Ja! Woohoo! Kommt mit, Frau Präsidentin, Faulenzer, Muschelkopf und Nick! Los, wir hüpfen! Ja! Kommt mit, Leute! Jetzt seid ihr in Sicherheit. Haha, wie wär's mit Erdnussbutter und Konfitüre? Was? Hast du wieder vergessen, dass ich ein besonderer Koch bin, der nur besondere Gerichte zubereitet aus besonders gefährdeten Tierarten? Stella, wir hauen ab! Schade, Domo. Hab was vor. Hey, kommt sofort zurück, ich bin doch kein... Was? Lass mich gefälligst wieder runter! Was macht ihr mit meinem schönen Restaurant? Hey, Gourmi! Fliegst du schon wieder weiter? Ich verspreche euch, wir sehen uns wieder! Okay, auf ein Leben in Freiheit und in der Wildnis! Mit den Sifaka-Lemuren! Tja, Sifaka-Lemuren sind also Baumsprung-Spezialisten. Ihre Sprungfähigkeiten sind weltberühmt. So gut sind sie. Doch obwohl sie so berühmt sind für ihre Baumsprungtechnik, ist ihre Art, sich auf dem Boden fortzubewegen, ziemlich lustig anzusehen. Der Körper eines Sifakas ist so sehr auf das in den Bäumen umherspringen spezialisiert, dass sie ganz merkwürdig seitwärts springen, wenn sie am Boden sind. Mit ausgestreckten Armen hüpfen sie im Kreuzschritt vor sich hin. Wirklich witzig, es scheint auch recht ermüdend zu sein. Sifakas sind also darauf spezialisiert, auf ihre typische Art zwischen den Bäumen umherzuspringen. Sie müssen so gute Springer sein, um an ihr Lieblingsfutter zu gelangen. Sie können es nur erreichen, indem sie springen. Der hier lässt sich diese lilafarbenen Blumen schmecken. Oh, da ist ein Baby. Das Baby kann auch nicht selbst springen. Es hält sich an seiner Mutter fest, während sie da oben rumklettert. Es ist erstaunlich, dass es die Kraft hat, sich an seiner Mutter festzuhalten, während sie diese unglaublichen Sprünge in den Bäumen vollführt. Und die Mutter springt ohne Vorwarnung los. Das Baby muss jederzeit gewappnet sein, denn die Mutter geht einfach ihren Geschäften nach. Dieser Larven-Sifaka ist nur eine Art von Sifakas. Tatsächlich gibt es 9 Sifaka-Arten, die auf ganz Madagaskar in verschiedenen Lebensräumen zu Hause sind. Wie zum Beispiel der Diadem-Sifaka. Er gehört zu den größten Sifakas und zeichnet sich durch eine besondere Färbung des Fells aus. Oder der Edward-Sifaka. Sein Fell ist fast komplett schwarz, mit etwas braun und einer weißen, sattelartigen Zeichnung auf dem Rücken. Diese Sifakas haben rote Augen und sind eine einzigartige Spezies. Es gibt sie lediglich in diesem Teil des Nebelwaldes. Zurück im Trockenwald können wir sehr schön die wie eine Mütze aussehende braune Kopffärbung des Larven-Sifakas sehen. Aber egal, wo Sifakas leben. Und wie verschieden ihr Fell auch ist. Sie sehen alle echt cool aus. Und sie sind alle sehr gefährdet. Sie müssen mit unserer Hilfe geschützt werden. Hey, sie können springen wie kein anderes Geschöpf der Tierwelt. Oh yeah! Bis zum nächsten Lemur-Abenteuer. Wir sehen uns bald wieder.